Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2, unserer grandiosen First Order Edition. Wir haben noch circa 50 Minuten Zeit für die Offensive in der großen Arena Meisterschaft Carbonite 2, Kampf Nummer 2, Runde Nummer 2 und ihr seid mit dabei. Das ist die aktuelle Runde und hier kämpfen wir gegen Aba 380, eine Prinzessin mit der guten Vista Padme als Profilbild, 1,4 Millionen GM, also ein kleines bisschen mehr als wir und auch schon einige reliktete Einheiten. Das kann sehr, sehr schwierig werden. Gucken wir uns also mal an, wie die Aufstellung ist, gleich nach dem Intro. Wir sehen hier also, ich wurde komplett gewiped, 871 Punkte, das heißt, der hat jeden unserer Teams auf Anhieb geschlagen, gar keine Frage, bei ganz vielen relikteten Einheiten. Gucken wir uns mal an, was hier also entsprechend in der Verteidigung steht. Okay, das sind Separatisten, die uns das Leben zur Hölle machen können. Was haben wir hier drin? Da haben wir Padme und, oh mein Gott, das kann ziemlich übel werden, Freunde. Ich würde mal sagen, wir kämpfen erst einmal gegen dieses Team hier mit Padme und gehen dabei hier auf Truppauswahl und wählen diesen Trupp hier aus. So, sehr gut. Lassen aber ihn erst einmal zu Hause. Starten also nur mit diesen Einheiten, weil ich hoffe, dass die stark genug sind, okay? Also, los geht's. Mit einem kleinen Vierertrupp hier praktisch, ne? So, wir müssen nämlich mit Trupps gewinnen, die klein sind, um mehr Punkte zu holen als der Gegner. Erste Einheit, die wir platt machen wollen, ist Padme natürlich. So, damit die down ist, wegen ihren Fähigkeiten. Dann müssen wir als nächstes Anakin platt machen, weil der uns sonst nämlich platt macht. Wir provozieren mal hier ein bisschen. Sehr schön. Geben jetzt mal keine Zugleister ab, greifen Anakin normal an. Wunderbar. Der ist fast down, Freunde. Machen jetzt mal hier Schaden auf alle damit. Super. Und bis Anakin wurde nicht besiegt. Jetzt ist der besiegt. Okay, perfekt. Machen das hier, nehmen uns die Debuffs. Sehr schön. Sie greift ihn an. Das ist in Ordnung. Sie fängt sich jetzt gleich einen Konter. Wir geben mal die Zugleiste ab an ihn, setzen seine Abklingzeiten zurück, können dann diese Fähigkeit einsetzen. Ich glaube, die Abklingzeiten werden wir unbedingt zurücksetzen müssen. Sie ist ausgewichen. Okay, wir haben leider keine Bonusangriffe bekommen. Das ist schade. Aber wir können auch mal hier Schwarmangriff machen und dann ist sie erledigt. Super. Ihr seht, wir kriegen zwar Boni durch ungenutzte Slots, aber es ist schwierig, die maximale Punktzahl zu holen, weil wir einfach nicht so starke Teams haben. Und gucken wir mal, was sich da hinten drin befindet. Da ist ein Darth Vader, aber es ist ein sehr, sehr schwaches Team. Okay, pass auf, wir gehen jetzt mal hier rein, dieses Team hier, gehen auf Truppauswahl und dann, was wir dann machen, ist, wir nehmen dieses Team, aber wir gehen nur mit Vader und Palpatine hier rein. So. Gegner haben keine besonders hohe Ausrüstungsstufe. Dementsprechend sollten wir eigentlich, oh mein Gott, wir sind nicht schneller als die Gegner, okay, wir machen aber jetzt mal das hier, die sind ja nicht gesätert und so ein Kram, ne, also können wir trotzdem mehr rausholen als die, greifen jetzt also erstmal alle an hier, super, der wurde erledigt, sehr schön, greifen ihn hier an, der ist auch erledigt, den hier greifen wir an, der ist erledigt, den hier auch, super klasse, es hat einfach die Macht von Darth Vader, ne, greifen dann ihn hier an, geben ihm Fähigkeitenblockade, hat leider nicht funktioniert, kann ich ihn vielleicht schocken, leider auch nicht, der hat ziemlich hohe Zähigkeit, geht in den Rage-Mode, kann ich ihm vielleicht Fähigkeitenblockade geben, nope, der ist ziemlich immun gegen Fähigkeitenblockade, muss ich sagen, aber wir setzen hier ein paar Mal und haben ihn dann besiegt, sehr schön, kriegen 67 Punkte, ein bisschen mehr, als wenn wir eben mit einem vollen Trupp reingegangen wären, super, und haben noch ein paar Einheiten übrig. Was ich jetzt machen möchte, ist gerne hier reingehen und die Gegner können uns betäuben. Allerdings haben wir noch ein paar Einheiten übrig. Was ich deswegen machen will, ist mit beiden Kylo Rens reingehen. Da haben wir nämlich ein zu kleines Team, haben aber Kylo, der uns noch ein bisschen beschützen kann, ne? Wisst ihr? Also die beiden sollten das hinkriegen hier. Und zu kleiner Trupp ist eben ganz wichtig, wie gesagt. Was ich machen möchte, ist erst einmal hier, ich würde gerne den hier betäuben, wenn ich kann. Ah, ist ausgewichen natürlich, war klar, ne? Wir betäuben erstmal Dooku. Er macht natürlich sein Zeug hier erstmal auf uns, okay, das passt soweit. Dann machen wir damit Schaden auf alle, das ist in Ordnung. So, der greift ihn an, wir kontern auch gleich, beziehungsweise er hier kriegt ganz viele Bonuszüge jedes Mal. Wir greifen ihn hier an, damit wir weiterhin mit Kylo provozieren, verlieren aber unser Provozieren am Ende. Wobei es im Prinzip egal, wir haben eh Buff-Immunitäten so ein Kram, deswegen ist es sowieso völlig egal. Kylo ist mit am Start, das ist gut, ne, dass der uns da hilft. Wir machen hier Schaden auf alle wieder, sehr schön. Ist am wichtigsten, ne? Aber ihr seht, wir werden betäubt und deswegen habe ich eben Kylo Ren mitgenommen, damit wir nämlich in der Lage sind, uns zu heilen, weil die können uns im Prinzip nicht besiegen. Der Einzige, der wirklich gefährlich ist, ist Dooku, weil der uns schocken kann. Aber alle anderen mache ich mir nicht so viele Sorgen. Und ihr seht, alleine hätte ich wahrscheinlich keine Chance. Ich glaube, ich greife damit an, damit der jetzt erledigt ist. Superklasse, ist unser stärkster Angriff, ne? Der kriegt einen Bonuszug und ist dann auch platt. Sehr gut. Und ich mache mir keine Sorgen um all die anderen Charaktere hier. Ich mache mir am meisten Sorgen um Dooku eigentlich. Und weil die eben betäuben können, habe ich diesen Kylo nicht alleine reingeschickt. So, wir betäuben jetzt erst einmal ihn hier. Sehr schön. Der macht natürlich wieder sein Ding, ne? Schickt die Charaktere vor und so weiter. Dooku greift mit an, sie greift mit an. Wir sind dauerbetäubt, sind ziemlich langsam. Aber
können jetzt hier angreifen. Ich würde mal sagen, wir greifen ihn an, damit der einmal besiegt wird. Sehr schön. Und dann machen wir gleich weiter. Wir machen jetzt nochmal Schaden auf alle hier. Wunderbar, dann ist Doku fast erledigt. Der kann sich auch nicht heilen, hat noch keine Seta und so ein Kram. Greif jetzt auch mal Doku an und zwar damit. Regenerieren dabei ein bisschen Schutz, glaube ich. Oder ein bisschen Gesundheit wird das heilen, aber gibt eh gerade keine Gesundheit zu heilen im Moment. Wichtig ist nur, dass wir das Ding schaffen mit einem zu kleinen Team, ne? Als nächstes greifen wir ihn hier an. Und zwar würde ich sagen damit, damit wir Schutz regenerieren. Ah, der weicht schon wieder aus. Da weicht jedes Mal aus, wenn wir mit dieser Fähigkeit angreifen. Versuch uns noch einmal hier. Superklasse, haben Schutz regeneriert. Sehr gut. Er macht wieder diese Fähigkeit. Greifen nochmal damit an. Haben Schutz regeneriert. Sehr gut. Als nächstes wollen wir Assage platt machen. Sehr schön. Um den mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Superklasse, die wurde betäubt. Schutz ist immer noch regeneriert. Sehr gut. Ich hoffe mal, ich kann mich mit Kylo noch ein bisschen hochheilen hier. Superklasse. Mit dem anderen Kylo. Sehr schön. Das Ding hier machen wir nochmal hier. Betäubung auf ihn. Und greifen nochmal damit an. Okay, das ist das Beste, was ich rausholen konnte. 67 Punkte haben wir auch hier wieder geholt. Superklasse, Freunde. Ihr merkt, ich bin ein bisschen mit dem Zeitdruck, weil wir nämlich nicht viel Zeit haben für die Kämpfe. Also muss ich alles durchziehen, so gut wie ich kann. Gehen wir also jetzt hier rein und kämpfen dann gegen diese Flotte hier. Eine Flotte mit Mace Windu. Die sollten wir eigentlich schlagen können. Dafür nehmen wir natürlich wieder den, nicht den normalen TIE-Jäger, sondern den SE-TIE-Jäger. Den würde ich gerne nehmen. Wo ist er denn? Hier, dort ist der. Dann nehmen wir Kylo mit und unseren Tank. Sehr schön. Dann natürlich wieder die anderen Einheiten, die ich immer sonst so mitnehme. Also los geht's. Superklasse, Freunde. Zuallererst einmal wollen wir Ahsoka platt machen, deswegen greife ich die jetzt hier an mit allem, was ich habe. Damit die erstmal möglichst viel Schaden bekommt und dann eben möglichst schnell drauf geht durch den ganzen Flächenschaden und so weiter. Ich hoffe mal, dass wir kein Schiff verlieren. Das wäre natürlich wünschenswert, aber höchstwahrscheinlich werden wir ein Schiff verlieren. Ich mache jetzt mal hier Schaden auf alle. Wunderbar, sie brennt doch, das ist sehr, sehr schön. Hier greift Mace Windu uns an. Sie wird jetzt gleich das Brennen wegmachen und Konter geben. Deswegen ist sie so gefährlich. Ich habe natürlich gehofft, dass wir das so schaffen, sie platt zu machen, bevor sie Konter geben kann. Aber leider hat es nicht funktioniert. Wir haben nicht genug Schaden angerichtet. Damit aber vielleicht, superklasse. Gegner brennen immer noch, das ist toll. Hier wechselt er sein erstes Schiff ein. Das ist dann ein weiterer Tank. Greift damit ihn an. Der hat doch überlebt. Das ist superklasse. Machen wir Zielerfassung. Es hat funktioniert. Sehr schön. Und jetzt unseren stärksten Angriff hier auf ihn. Boom, wunderbar. Jetzt provoziert er nicht mehr. Als nächstes holen wir Vader. Und bekommen damit ein bisschen Bonusschutz für ihn hier. Und können jetzt eben erst einmal ihn hier angreifen. Superklasse, ist der erledigt. Können wir ihm Zielerfassung geben? Jawohl, das hat funktioniert. Das heißt, die müssen erstmal ihn angreifen. Kann also unser Tank noch ein bisschen tanken. Ihr seht, Mace Windu schickt die Aufmerksamkeit rum auf den nächsten. Ist aber nicht weiter schlimm. Zwei zielerfasste Gegner bedeutet, wir haben eine hohe Chance, dass unser Tank weiterhin provoziert. Und wenn Vader draußen ist, dann können wir natürlich weiterhin Zielerfassung aufrechterhalten. Jetzt geben wir uns allen Zugleiste. Und können dann hier alles geben auf ihn, weil nämlich alle jetzt dran sind. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding hier. Und dann ist der auch platt. Der ist nämlich betäubt, kann ich ausweichen oder sowas in der Art. Und wir haben hier 65 Punkte geholt. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, Freunde. Haben wir genug Punkte geholt? Sind wir über 872? Jawohl, sehr gut. Super. Als hätte ich es geahnt. Und ihr seht, Freunde, manchmal macht es Sinn, wenn man zu einem Gegner zu tun hat, der stärker ist als man selbst. Weil er halt eben viele reliktete Einheiten hat zum Kram und uns ziemlich gut gewiped hat. Da muss man manchmal eben ein bisschen klüger spielen und, Charaktere in die Verteidigung stellen. Die mit Charakteren angreifen, so dass man mit kleineren Teams gewinnt, wisst ihr? Nur mal zum Vergleich hier, wir haben aktuell eine GM von 1,2 Millionen, ja, 1,25. Gegner hat 1,4, das sind 100.000 mehr, das kann sich schon bemerkbar machen. Und das ist also eine Sache, ne, oder 150.000 mehr, das kann sich bemerkbar machen, ein paar reliktete Einheiten mehr, der hat sie sich aber alle für die Offensive aufgehoben, dementsprechend hat er uns sehr, sehr, sehr gut gewiped und er hätte sicher nicht damit gerechnet, dass wir hier mit kleineren Teams durchkommen, um dann eben letztendlich einen Punkt mehr zu holen als der Gegner. Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Episode, die war ein bisschen kurz, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem mega Spaß und wir haben die Ehre der ersten Ordnung um einen Punkt verteidigt. Möge die Macht der beiden Kylos mit euch sein.